Hallo ihr Süßen, schön, dass ihr einschaltet. Willkommen mal wieder zu einem Video. Nach langer, langer, langer Zeit habe ich mich entschlossen, mal wieder eins zu machen. Ich hatte euch ja eigentlich ein paar aus Amsterdam noch versprochen und Hauls und dergleichen, aber das habe ich einfach nicht hinbekommen und geschafft, da ich ziemlich viel gesundheitlich zu tun hatte die letzten Monate und wenig Zeit. Und ich war, um ehrlich zu sein, froh, dass ich mein Geschreibsel geschafft habe. Was für mich ja Hauptsache ist, da ich ja hauptsächlich eigentlich blogge. Und deswegen werde ich das jetzt einfach mal auf Eis legen und fange einfach von Neuem an und werde versuchen, so wie ich Zeit finde, euch ein paar schöne Videos zu machen. Und hoffe, ihr bleibt mir treu und schaut trotzdem weiter zu. Heute habe ich etwas Feines für euch. Sleek hat nämlich eine neue Palette rausgebracht. Ja! Ich bin ja der größte Sleek-Fan ever. Ich habe ja alles, wo ich meine Finger drauf bekommen kann. Selbst von den älteren Paletten, wenn ich die irgendwo gesehen habe, ich habe mir die sofort gekrallt. Und neu kam raus von Sleek die Vintage Romance Palette. Und zwar sieht die Verpackung so aus. Ist eigentlich ein bisschen enttäuschend, weil auf den Werbebildern war die richtig schön in Herbstfarben gehalten und meliert und einfach wunderschön Vintage halt. Jedenfalls heißt die Palette ja Vintage Romance Palette und kommt zusammen mit einem passenden Blush. Das ist der Antique Blush, den zeige ich euch gleich noch. Die Palette selber habe ich wie immer bei Shining Cosmetics bestellt, mein Sleek Dealer Numero Uno. Ich bestelle eigentlich von nirgends anders die Sleek Palette eigentlich nur da, weil der Lieferservice ist klasse und ist einfach alles toll. Auf jeden Fall, so sieht sie aus. Moment, so. Moment. Na, das Ding schmeißen wir erstmal weg. So sieht sie aus. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich habe jetzt leider keinen Spiegel oder so, wo ich sehen kann, was ihr seht. Moment, so, oh, genau, da ist er. So, die Farben sind wie immer recht gut pigmentiert. Wir haben, ich glaube, das sind zwei matte Farben. Ansonsten haben wir noch Metallic und ziemlich viel Glitzer, was ich ein wenig, ja, es ist okay, aber ich hätte es mir etwas weniger glitzerig vorgestellt. Ich habe mir übrigens einen kleinen Look damit gezaubert heute. Und zwar sind meine derzeitigen Lieblingsfarben, werde ich mal gucken, wie die heißen. Ich merke mir nämlich nie die Namen von diesen Lidschattenfarben. Und zwar mag ich besonders gerne Honeymoon in Hollywood. Das ist so. Sieht es im ersten Moment matt. Ich swatch euch das mal. Aber da ist auch Glitzer mit drin. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann in der Kamera. Was ich ein bisschen schade finde, weil die Farbe war ich sehr, sehr heiß. Das ist so ein lila, flaumiger Farbton. Dann haben wir noch Pretty in Paris. Das ist ein Silber, da haben wir es. Und eine andere Farbe, die ich sehr, sehr gerne mag, ist Bliss in Barcelona, heißt sie. Ist so ein blau-lila. Irgendwie habe ich heute, ich muss irgendwie noch Creme an den Händen haben, so wirklich super so. Das ist so, da sieht man das. Das ist ein wunderschönes, metallic leuchtendes, ja, Metallic Lavendel mäßiges, ja, so. Die Palette selber, wie gesagt, sehr gut pigmentiert. Jetzt habe ich natürlich kein Taschentuch da, um mir die Hände abzuwischen. Verteilt man es eben mal ein bisschen, ist ja egal. Wie gesagt, das sind so meine drei Lieblingsfarben aus der Palette. Genauere Swatches seht ihr dann noch auf meinem Blog. Packe ich da alles noch drauf. Und Detailfotos von dem Look auch, weil in der Kamera kommt das ja nie so gut rüber. Dann gibt es halt noch den Blush dazu. Wie gesagt, Antique heißt der. Kommt leider auch in einer langweiligen, in der üblichen langweiligen Verpackung. Und so sieht er aus. Der sieht im ersten Moment sehr bräunlich aus. Was mich, das Schwierige ist halt, bei den Produktbildern im Internet, die vorher rauskommen, sind die Farben oft ziemlich verfälscht. Das ist besonders bei den Blushes so, habe ich den Eindruck, dass man nie genau weiß, was bekommt man denn im Endeffekt. Jedenfalls ist hier auch leicht Glitziges enthalten. Nein, ich mache euch mal. Krümelt natürlich wieder lustig vor sich hin. Also so sieht er aus auf dem Finger. Und ich swatch euch den mal hier. Auf der Haut ist er zwar bräuntönlich, aber mehr so taubartig. Wenn man den aber dann... verteilt man den. Moment.
Dann geht das. Auf der Haut ist der Glitzer jetzt zum Glück nicht ganz so arg. Ich habe den auch auf den Wangen drauf. Sehr, sehr schön. Ich bin zwar eigentlich nicht der Typ für so bräunliche Blushes. Habe gedacht, ich probiere den aber trotzdem mal aus. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich ziemlich angetan davon. Ist wieder sehr, sehr gut pigmentiert. Also da muss man echt ein bisschen aufpassen. Einmal reinstippen, drauf machen, fertig ist die Sache eigentlich schon. Und ja, was soll ich dazu sagen? Wie gesagt, Sleek hat mal wieder sehr gute Arbeit geleistet. Vor allen Dingen sind auch mal Töne drin, Farbnuancen drin, wo ich denke, dass die relativ neu sind, weil ich den Eindruck habe, ganz oft wiederholen sich die Farben in den Paletten einfach. Ich meine, okay, man kann halt so kleine Nuancen immer wieder ändern, aber so ein bisschen Wiederholung ist halt oft schon drin. Und mit dieser Vintage-Palette sind halt wieder neue Einflüsse drin, finde ich, die es so wahrscheinlich noch nie gab. Ich müsste einfach mal meine ganzen Paletten durchgucken noch. Jedenfalls finde ich die ganz, ganz toll, bin sehr zufrieden. Ich kann euch auch die Preise nochmal sagen für diejenigen, die noch nicht die Paletten mal geholt haben oder sie noch nicht kennen oder vielleicht auch bei Shine Cosmetics noch nicht bestellt haben. Den Shop kann ich übrigens sehr, sehr gut empfehlen. Die liefern unheimlich schnell. Die Frauke ist unheimlich lieb, also die Inhaberin ist eine sehr, sehr nette und kommt einem immer recht gut entgegen, wenn man sagt, keine Ahnung, ich suche das und ich brauche meine Info oder so. Jedenfalls, die Palette kostet 9,95 und der Blush kostet 5,50 €. Sehr gut investiertes Geld. Also ich muss sagen, 9,95 € ist nicht so teuer für diese Paletten. Es ist natürlich nicht das günstigste. Da sind zum Beispiel Paletten wie die von Moa günstiger und genauso gut. Allerdings, wer ein Sleek-Fan ist, der wird sich sagen, okay, gut, ist eine gute Investition und die halten auch ewig und die sind wirklich super. Und für den Blush 5,50 € ist ja auch eigentlich nix, finde ich. Und der hält ja ewig. Also in dem Blush alleine sind 8 Gramm drin. Finde ich recht relativ viel, weil wer wie ich unheimlich viele Blushes angesammelt hat, der dem hält das ewig. Und in der Palette, muss ich mal gucken, sind 12 mal 1,1 Gramm drin. So. Dann war es das erstmal von der Palette, wie gesagt, und den Blush, Swatches und alles und auch bessere Fotos und Look findet ihr auf meinem Blog. Den tue ich euch in die Infobox. Und eine Sache habe ich mir noch bestellt, die möchte ich euch mal ganz kurz teasen. Und zwar ist das dieses Teil hier. Auf dem ersten Blick recht unscheinbar und unattraktiv, gebe ich zu. Das ist ein Cognac-Schwamm. Und nein, das kann man nicht trinken. Das ist auch nicht mit Cognac getränkt. Das wird aus einer Pflanze hergestellt. Die nennt sich die Cognac-Pflanze. Wird auch anders geschrieben als das Getränk, nämlich K-O-N-J-A-K, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Manchmal gucken. Ja, mit C am Ende, mit C. Und zwar ist das von der Firma Comgi. Ich habe hier noch die Verpackung. Und der Schwamm, den ich mir geholt habe, ist der Gesichtsschwamm für ölige Haut und Akne belastete Haut. Und zwar habe ich im Moment das Problem, dass ich gerade unten am Kinn ziemlich unreine Haut habe und möchte den einfach mal ausprobieren, wie der ist. Man macht den einfach feucht. Wischt einfach übers Gesicht. Ob man eine Gesichtsseife benutzt oder nicht, ist egal. Also da ist auch so Zeug drin, beziehungsweise das ist so behandelt, dass es gegen die Unreinheiten vorgeht. Und das sorgt halt für ein sanftes Peeling der Haut und bekämpft halt ein bisschen die Entzündungen. Aber ich werde mich nochmal genauer damit befassen, denn ich habe jetzt angefangen, ihn zu testen. Habe ihn jetzt gestern früh das erste Mal benutzt und werde ihn jetzt ein paar Wochen testen und danach kann ich euch noch Bescheid geben, wie er ist. Deswegen geteased! So, ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz herzlich die DIY-Mama grüßen, die sich schon auf ein Video von mir wieder gefreut hat. Und ich freue mich, dass ich wieder eins machen konnte. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Das nächste Video, was ihr sehen werdet, da werde ich dasselbe Outfit anhaben. Ich mache jetzt einfach noch ein zweites hinterher. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und macht's gut, ihr Süßen. Bis dann, ciao!